Hi Leute, ich bin's Albert von wpr.de und in diesem Video zeigen wir euch etwas, was ihr von uns noch nicht ganz gewohnt seid, nämlich ein komplett neues Format für unseren YouTube-Channel. Daher darf ich euch willkommen heißen zur ersten Episode von Top Windows Deals bei wpr.de. Als erstes haben wir das Microsoft Surface Pro 3. Dieses Gerät ist bereits über ein Jahr alt, aber immer noch ein sehr schönes und attraktives Tablet, das auch euer Notebook ersetzen soll. Microsoft hat zwar im Zuge des stärker werdenden Dollarkurses den Preis für sein Surface Pro 3 erhöht um bis zu 250 Euro bei der stärksten Variante, allerdings lässt das die Händler bisher relativ unbeeindruckt, muss man sagen, denn der Preis hat sich dort eigentlich nicht verändert. Wer also ein Microsoft Surface Pro 3 jetzt noch kaufen will, der sollte sich beeilen, solange der Vorrat nämlich noch reicht. Denn sobald die Händler dann Geräte nachbestellen müssen, werden sie wohl zu dem Kurs verkauft, zu dem sie Microsoft aktuell im Store hat. Cyberport hat deswegen eine sehr interessante Aktion für euch, wenn ihr ein Microsoft Surface Pro 3 erwerben wollt. Dort bekommt ihr das Zubehör, nämlich das Typecover und Office 365, kostenlos zum Kauf eines Microsoft Surface Pro 3. Das heißt, ihr bekommt beispielsweise die Variante mit dem Core i5 Prozessor, 128 GB SSD, 4 GB Arbeitsspeicher inklusive eines schwarzen Typecovers, Office 365 und natürlich das Surface Pens. Damit habt ihr ein grundsolides Gerät für unter 1000 Euro, das auch euer Notebook ersetzen kann. Wir bleiben gleich in der Kategorie der Windows-Tablets, wo wir ein kleines 7-Zoll-Tablet eines relativ unbekannten Herstellers auf Amazon gefunden haben. Das Tablet wird derzeit für 77 Euro verkauft und bei diesem Preis kann man wahrlich wenig falsch machen, zumindest bei Windows-Tablets. Es wird von einem Intel Atom Quad-Core-Prozessor betrieben, besitzt 1 GB Arbeitsspeicher und ein IPS-Display mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln. Dies ist zwar verhältnismäßig wenig von der Auflösung, aber ist auch nicht mit einem High-End-Tablet vergleichbar. Vor allem preislich. Für 77 Euro kann man, wie gesagt, sehr wenig falsch machen. Zudem muss man bei den 77 Euro einrechnen, dass man ein kostenloses Office 365 Abonnement erhält. Wer ein größeres Windows-Tablet sucht, dem sei das Ioniq TV8 empfohlen. Es ist ein 8-Zoll-Tablet, wie der Name schon sagt, und besitzt eine Auflösung von 1280x800 Pixeln. Dies ist zwar nur unwesentlich höher, dafür ist das IPS-Panel doch noch etwas besser. Dieses Gerät kostet aktuell bei Notebooks billiger 88 Euro und es gibt es in Schwarz und Weiß. Und nun kommen wir bereits zum dritten Angebot und ich muss sagen, dass es tatsächlich eines meiner Lieblingsangebote bisher war, denn da musste ich unbedingt selbst zuschlagen. Denn das Nokia Lumia 830 gibt es in Schwarzgold bei Cyberport für 249 Euro, und zwar inklusive eines kabellosen Ladegeräts. Das Smartphone selbst in dieser Farbe ohne Wireless Charger kostet etwa 20 Euro mehr, daher dürfte dieses Angebot für viele von euch sehr interessant sein. Aktuell ist es laut Cyberport nicht lieferbar. Unseren Informationen zufolge wird es das Gerät in 3 Wochen wieder bei Cyberport geben und solange wird auch diese Aktion weitergehen. Wir bleiben auch gleich bei den Windows Phones mit dem vierten Angebot, nämlich dem Microsoft Lumia 435. Dies ist mit Abstand das günstigste Windows Phone von Microsoft und kostet aktuell 59 Euro bei getgoods.de. Dies ist für ein Smartphone auf jeden Fall ein sehr günstiger Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass Windows Phone auch auf dieser Hardware relativ gut lauffähig ist. Sämtliche Apps sind dank des 1 GB Arbeitsspeichers mit dem Smartphone kompatibel und können zumindest heruntergeladen werden. Einige Spiele werden zwar nicht gänzlich flüssig laufen, aber sind auf jeden Fall spielbar. Für den Preis von 59 Euro erhält man beim Microsoft Lumia 435 einen Snapdragon 200 Dual-Core Prozessor mit dem bereits erwähnten 1 GB Arbeitsspeicher. Und nun kommen wir zum letzten Angebot des heutigen Tages, nämlich zur Microsoft Xbox One, die ihr mit etwas Glück und einem ziemlich hohen Gamerscore für 150 Euro erwerben könnt. Microsoft hat in einer Partnerschaft mit Amazon die Xbox One extrem stark reduziert, allerdings nur wenn ihr einen Gutscheincode besitzt. Diesen Gutscheincode erhaltet ihr basierend auf eurem Gamerscore. Das heißt, endlich könnt ihr diesen praktisch gesehen irgendwie nutzen. Ihr geht einfach auf die offizielle Homepage von Xbox Deutschland und meldet euch dort mit eurem Microsoft-Account an. Dann werdet ihr sofort ein riesiges Banner auf der Hauptseite sehen, wo ihr zu der Aktionsseite gelangt. Dort lässt ihr euch einfach euren Gutscheincode generieren, dessen Höhe basierend auf eurem Gamercode bis zu 150 Euro ausfallen kann. Dann geht ihr auf Amazon, gebt den Gutscheincode ein und bekommt eure Xbox One bestenfalls für 150 Euro. Ja, und das war's auch schon von mir und der ersten Episode der Top 5 Windows Deals bei wpareal.de. Wenn euch unser neues Format gefallen hat, dann gebt uns einen Thumbs up auf YouTube und teilt das Video mit euren Freunden, damit auch diese von den tollen Angeboten profitieren können. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.